Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Histoheroes.de bei Teil 2 unserer Bunkersuche. Und wir sind diesmal weiterhin an der Neckar-Endstellung unterwegs, nicht weit von unserem letzten Video entfernt. Und ja, wir hoffen hier, aus zuverlässiger Quelle haben wir das erfahren, Bunker zu finden, die offen sind, die wir auch rein können. Zumindest ein bisschen. Ja, wir nehmen euch jetzt mal mit und drückt uns die Daumen, dass wir was finden. Also dranbleiben und wenn es euch gefällt und auch der erste Teil gefallen hat, lasst ein Like da, lasst uns einen Kommentar da und natürlich abonniert uns. Also jetzt aber dranbleiben und mitkommen. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder ein Like da. Wir würden uns freuen. Danke. Ui, schau mal. Das ist nicht das, was wir suchen. Aber hier siehst du halt diese... Vielleicht einen Deckel abmachen, ne? Siehst du halt diese ganzen Weinbergterrassen. Da hinten könnt ihr das sehen, wie sich das hier so schön aufschichtet. Schon beeindruckend. Ja. Und dadurch hat man früher überall Freisicht gehabt. Ja, genau. Und das besonders Interessante, was wir euch noch nicht erzählt haben, dort wo wir jetzt hingehen, stand früher auch mal eine Burg, so sagt man. Ja. Und die Felder dahinter, das war früher mal eine Siedlung, die es heute auch nicht mehr gibt. Ja, also Burg und Bunker, also das, was wir am liebsten uns anschauen, heute hier vereint. Und wer ist mal wieder nicht da, Christian? Der Philipp. Genau, der Philipp. Aber ja, dafür nehmen wir für ihn auch ein bisschen mit auf. Der ist in Gedanken bei uns. Genau, und dann mal weiter. Nach einigen Rumgekratzeln hier sind wir vermutlich auch am nächsten Bunker. Aber wir haben ein kleines Problem. Der ist dort hinten im Gestrüpp, den könnt ihr jetzt noch nicht sehen. Hier rechts daneben ist dieses Tor. Und wir sind uns nicht so ganz sicher, dass jetzt hier den Weg absperrt zum Bunker. Dass hier irgendein Privatgrundstück ist, was sich rechts davon weiter ausdehnt. Wir werden jetzt mal nach oben laufen und gucken, ob wir da irgendeinen Weg runterfinden. Uns das mal von oben ein bisschen mehr übersichtlich angucken, mit mehr Übersicht verzeihen. Also, weiter im Text. Und drückt uns die Daumen. Da ist er. Siehst du ihn? Da, direkt vor. Und er ist offen. Hier runter? Ja. Also, wir haben den Bunker gefunden, er ist dort. Mit ein bisschen Glück ist er offen und wir können rein. Drückt uns die Daumen, wir nehmen euch mit. Ich will hier oben die Wand abklappern. Dann komme ich selber runter nach. Was kommt da mit dir? Wie ihr seht, haben wir unser erstes Ziel gefunden, einen weiteren Bunker. Und was man hier erkennen kann, ist, hier fehlt eine Metallplatte davor. Ne? Also so ein dickes Metallstück. Was hier vorgemacht wurde, man sieht hier oben und an den Seiten noch die Ränder, wo das drin war. Das hat man anscheinend entfernt nach dem Krieg. Das war eine Art Schutzblende. Dahinter wird eine MG-Stellung gewesen sein. Und man kann hier so ein bisschen reingucken. Und du dich traust, gehen wir damit rein. Oder? Wollen wir zusammen oder allein? Ich würde sagen zusammen, oder? Okay. Dann runter mit uns. Jawohl.
sein, der ist aufgeschüttet. Genau. Hier haben wir jetzt nicht mehr. Kann das hier erkennen. Da wird noch ein Gang rüber gegangen sein, hier in die Seite. Hier wird man noch irgendeinen, ja, ich gehe davon aus, dass hier noch ein Mannschaftsunterstand oder irgendwas war. Hier in die Richtung. Hier wird eine Öffnung gewesen sein für Luft und so weiter. Und da hinten rum geht es noch weiter zu dieser zu diesem Weg. Reicht dir das? Mhm. Schanzenwerkzeug. Schanzwerkzeug. Oder? Ja. Du siehst doch noch links neben dir diese ganzen Holzteile in der Wand. Warte, hier ist auch noch was. Schwitzwasser. Ja, da wird ein Abschluss gewesen sein. Ja. Sieht doch, die Farbe war grün. Das Ganze so ein bisschen zu tarnen im Außenbereich. Und ja, was man hier halt auch sieht. Das habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das was ist, ob das original ist, dieses Zeug hier. Hat hier quasi nochmal mit der Rolle quasi Farbe aufgetragen, damit das so einen Effekt hatte wie eine Tapete. Sieht man hier auch so ein bisschen. Ja. Und ansonsten, ja, da wo der gute Pilz eben lang gelaufen ist, sieht man noch diese Holzklötze, die da im Beton drin stecken. Hinter ihm auch noch so ein Ding. Das hat man gemacht. Damit wird hier ein Regal oder irgendwas gewesen sein für Munition oder so. Aber das war die einzige Möglichkeit, da sinnvoll irgendwas befestigen zu können. Sonst hätte man durch den Beton bohren müssen. Aha. Genau, und hier unten, davon hatten wir es vorhin schon mal, dass da oben jetzt vermutlich zur Belüftung gedient haben. Hier nochmal so eine Sache. Hier vorne, man sieht hier auch schön diese Decke, diese Massen an. Boah, Wahnsinn. Man sieht auch, wie der Kalk da schon durchkommt. Hier auch. Tropfsteine. Das, wie gesagt, hier wird nochmal so eine Metallplatte gewesen sein. So eine Art Schutz. Ja, und hier die Tür, die hier reinführte, ist leider auch weg und ist zugeschüttet. Also es wird hier nochmal eine Ecke tiefer gewesen sein. Und wenn wir jetzt uns nochmal umdrehen, sehen wir auch, hier war dieser Kampfstand mit Blick nach unten Richtung Enz. Und ja, wir sehen, man hat hier einfach diese Stahlarmierungsplatte rausgemacht. Oh. Jetzt würde ich vorschlagen, kriechen wir mal wieder raus und schauen uns den nächsten Bunker an, oder? Ja. Also, ab. Ja, jetzt sind wir mit Teil 2 unserer Bunkersuche durch. Auf zum nächsten Bunker.